CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir sind selbstverständlich gegen jegliche subtile und einseitige ideologische Beeinflussung an Schulen. Nach dem Durcharbeiten Ihres Antrags, Frau Hein, bin ich mir aber bei Ihnen nicht mehr so ganz sicher. Ja, junge Menschen müssen in Schulen einen neutralen Raum vorfinden, in welchem sie ihr Weltbild entwickeln können. Hierzu gehört aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler mit Demokratie, sozialer Marktwirtschaft und Pluralismus vertraut gemacht werden. Dieser Ansatz ist uns als CDU/CSU besonders wichtig, haben doch NS-Zeit und DDR gezeigt, wie nachhaltig beeinflussbar Kinder in der Schule sind. Produktwerbung ist zu Recht in fast allen Bundesländern verboten. Sponsoring ist dagegen erlaubt und oftmals dringend notwendig. Die haben darauf hingewiesen, es gibt zu wenig Geld. In meiner Heimat bemühe ich mich selbst gerade intensiv um Unterstützung bei Verbänden und Unternehmen zur schulischen und außerschulischen MINT-Bildung. Und das mit sehr gutem Gewissen, Frau Hein. Selbstverständlich bemühen sich sowohl Unternehmen und Verbände wie auch Greenpeace und der BUND genauso wie die AOK und Sparkassen um die Aufmerksamkeit der Schulen. Dabei stehen im Vordergrund des Engagements sicher nicht immer die Kundenwerbung, sondern zu Recht auch die Sorge, dass Gesundheits- und Finanzbildung nicht ausreichend thematisiert werden. Selbstverständlich geht es dabei oftmals nicht ganz uneigennützig, auch um die Deutungshoheit bestimmter Themen. Und selbstverständlich gibt es dabei auch große Unterschiede in der Qualität der Angebote an die Schulen. Daher ist Kontrolle durchaus sinnvoll. Lehrer und Schulleitungen sind dafür speziell ausgebildet. Und die können das und die machen das auch, Frau Hein. Gerade in jüngerer Zeit wird verstärkt über den häufig naiven und unkritischen Umgang unserer Kinder in der Konsumwelt diskutiert. 16-Jährige können heute Begriffe wie Glyphosat auf- und abdeklinieren, wissen aber nicht, was ein Kontokorrentkredit ist. Konsum- und Verbraucherschutzfragen im Finanz- und Wirtschaftsbereich gehören zweifellos zu den wichtigsten Herausforderungen einer lebensnahen Schulbildung. Das kommt meines Erachtens immer noch viel zu kurz in unseren Schulen. Sie haben es gesagt, damit Unterricht begeistert, muss dieser aktuell sein. Schulbücher verweilen durchschnittlich 7 bis 8 Jahre lang im Klassenzimmer. Gehen Sie 8 Jahre zurück, weder die Krisen in der Finanzwelt noch der Ukraine, Griechenland, Syrien, Flüchtlingskrise, Brexit, alles das finden Sie in einem aktuellen Schulbuch nicht. Was spricht also dagegen, sich der Kompetenz von außen zu bedienen? Das ist der Grund, warum sich gute Lehrerinnen und Lehrer auf die Suche nach aktuellen und für sie passenden Referenten und Unterrichtsmaterialien machen. Meist werden aber nur einzelne Seiten ausgewählt, kein ganzes Werk, das dann von Ihnen geprüft werden soll. Da muss geschaut werden, was für die Schule brauchbar ist, aber eben auch, was außerhalb der Schule zu bleiben hat. Und die können das, die Lehrer und die Schulleitungen, tatsächlich. Zwischen Ihrem Horrorszenario, Ihrer vermuteten einseitigen Manipulation durch die böse Wirtschafts- und Finanzwelt einerseits und der schulischen Realität andererseits stehen Lehrende und Schulleitungen. Es zeugt, wie ich finde, von unerträglichem Misstrauen gegenüber allen Lehrerinnen und Lehrern, indem sie unterstellen, dass diese nicht in der Lage seien, Materialien und Hilfsmittel zu interpretieren und in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu präsentieren, ohne zusätzlichen staatlichen TÜV. Klar, bequemer wäre das, aber muss es wirklich eine Pflicht sein? Wenn im Sinne Ihres Antrags alles, was im Unterricht verwendet wird, von einer Monitoringstelle beleuchtet und bewertet werden soll, dann müssten die Lehrkräfte letztendlich jeden Zeitungskommentar zum aktuellen Tagesgeschehen einschicken und bewerten lassen, bevor er thematisiert wird. Mir ist schon klar, dass Sie das nicht wollen. Damit wäre jede Briefstelle überlastet. Aber jeder interessante Kommentar ist doch letztlich subjektiv. Im Normalfall wird er als solcher vom Lehrer nicht nur erkannt, sondern oft gezielt und provozierend als Impuls verwendet, um hinterher mit den Schülern darüber kritisch zu reflektieren. In Ihrem Antrag kritisieren Sie die angeblich einseitige Präsentation von Themen. Leider argumentieren auch Sie dabei sehr einseitig. Und leider, wie immer, mit Ihrem gewohnt wirtschaftskritischen Ansatz, der da lautet, mehr Sozialismus à la Wagenknecht, denn soziale Marktwirtschaft à la Ludwig Erhard. Sorry
Frau Hein, Ihr Antrag riecht verdächtig nach staatlicher Zensur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine oft zitierte, angeblich afrikanische Weisheit stellt fest, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Dazu gehört nach unserem Verständnis auch der Teil, der für den Wohlstand unserer Dörfer und unserer Bewohner verantwortlich ist. Das ist die soziale Marktwirtschaft. Da sind die Afrikaner schon weiter. Vielen Dank. Bevor ich jetzt dem nächsten Redner das Wort erteile, möchte ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Antrag